Im neuesten Minecraft-Snapshot kann man jetzt Netherite-Items nicht mehr craften, aber dafür upgraden, und das geht jetzt mit dem Schmiedetisch, der tatsächlich jetzt Funktionen bekommen hat. Und zwar legt man dafür einen Diamant-Tool oder irgendeine Rüstung einfach rein und zusätzlich eben den Netherite-Barren, und dann bekommt man die Netherite-Rüstung. Der Vorteil gegenüber dem Craften ist eben, dass auch die Verzauberung erhalten bleibt, genauso auch wie die Haltbarkeit an diesem Werkzeug. Bekannt ist ja schon, dass man mit den Feldhacken Netherwarzenblöcke jetzt schneller abbauen kann. Das Ganze gilt jetzt aber auch für die Strohballen. Diese kann man übrigens mit keinem anderen Werkzeug schneller abbauen, also wirklich nur mit den Feldhacken. Und weil da in Zukunft vielleicht noch mehr Blöcke hinzugefügt werden, kann man diese jetzt auch verzaubern. Und zwar mit Haltbarkeit, Effizienz, Behutsamkeit oder Glück. Bei den normalen Baumstämmen und bei den entrindeten Baumstämmen gibt es ja auch einen Block, bei dem dann bei allen 6 Seiten die Rinde zu sehen ist. Und neu ist eben, dass das Ganze jetzt auch mit den Netherbaumstämmen geht und eben auch den entrinnenden Baumstämmen. Die Zielscheiben kann man jetzt auch mit den Erfahrungsfläschchen auslösen und jetzt endlich auch mit Enderperlen. Für den Nether gibt es jetzt jede Menge neue Umgebungssounds und die sind für jedes Biom verschieden. Das Seelenfeuer und das normale Feuer hat jetzt tatsächlich eine kleine Hitbox am Boden bekommen und das ist eben genau 1/16 von einem Block, also ein Pixel, und wenn man das abbaut, hat man jetzt dadurch auch eine Abbauanimation. Dann wurden auch die Items, die Piglins tauschen, wieder verändert, und zwar gibt es jetzt zusätzlich 9 bis 36 Eisennuggets mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,5%. Dann kann man jetzt auch wieder 4 bis 16 Seelensand bekommen, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 10%. Die Netherite-Feldhacke wurde reduziert, und zwar auf 0,25%, und Schwumlight und Warped Fungus wurden jetzt komplett entfernt. Wenn Fische natürlich spawnen, werden die jetzt mit einer Entfernung von 64 Blöcken zum Spieler despawnen. Das Ganze gilt allerdings nicht für Fische mit Name. Ihr könnt jetzt noch weitere Snapshot-Videos ansehen, lasst noch einen Daumen da und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.